Hallo liebe Wanderfreunde, heute durchwandern wir ein besonderes Highlight der Steiermark. Es geht vom Parkplatz Mixnitz in einer 1,5-stündigen Wanderung zum Klammeingang und dann aufwärts durch die Bärenschutzklamm bis zum Guten Hirten. Ein absolutes Wanderjuwel unserer Steiermark. Die Hütte beim Klammeingang ist erreicht. Dort müssen wir einen kleinen Erhaltungsbeitrag entrichten. Und dann beginnt für uns ein 2 Stunden langer, ereignisreicher und spannender Aufstieg über 750 Höhenmeter, 2500 Holzsprossen und 165 Holzbrücken. Teilweise begleiten uns links und rechts über 100 Meter hohe Felswände. Natürlich ist der Besucher dieses Naturjuwels beim Aufstieg immer wieder veranlasst, stehen zu bleiben, zu schauen, zu fotografieren oder wie wir zu filmen. Man muss sich also für diese Wanderung vor allem viel Zeit nehmen. Ein Tipp gleich vorweg: Wer die Klamm begehen will und es möglich machen kann, soll sich keinen Feiertag oder ein Wochenende auswählen. Zu diesen Zeiten sind so viele Leute auf den schmalen Leitern unterwegs, dass es zwangsweise immer wieder zu Staus und zu Wartezeiten kommt. Wir möchten Sie jedoch ab jetzt bis zum Klammausgang mit den Bildern unseres Filmes alleine lassen. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Klamm, ein Naturjuwel der besonderen Art. Sie ist einer der längsten und höchsten Klammerlebnisse von Österreich. Thank you.
Wir nähern uns ab der Hütte der Berg- und Naturwacht dem Ausstieg der Klamm. Nach circa 30 Minuten ist auch die Almwirtschaft der Gute Hirte erreicht. Gleich unter der Hütte führt neben der Klamm der Prügelweg wieder zurück zum Klammeingang. Von dort geht es den Mixnitzbach folgend wieder zurück zum Parkplatz und zu unserem Auto. Unsere gesamte Wanderung dauerte 5 Stunden. Bei nassem Wetter ist sowohl in der Klamm als auch am Prügelweg Vorsicht geboten. Edith und Sigi sagen euch: Pfiat euch! Bis zur nächsten Wanderung.